Der eine oder andere wird meine Texte schon kennen oder die Art, wie ich meine Texte schreibe. Also ist jetzt Gelegenheit, ein Rauchen zu gehen. Es herrscht immer noch die Meinung, ich wäre frauenfeindlich. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Stimmt nämlich gar nicht. Aber ich werde jetzt mal zum Intro. Ein Freund von mir, der ist Polizist und arbeitet bei der Polizei, demzufolge. Und letztens kriegte ich einen Anruf, da rief ein Mann an und war ganz verzweifelt und sagte, schnell kommen Sie schnell, Sie müssen mir helfen, hier prügeln sich zwei Frauen um mich. Er sagte, dafür brauchen wir nicht zu kommen, da träumt doch jeder Mann von. Und er sagte, kommen Sie trotzdem, die Hässliche gewinnt. Damit hätten wir das Thema vorhin ja abgehandelt. So, aus meinem Zyklus Lass dich überraschen lese ich für euch heute den Text Geh doch mal zu den Anonymen. Wenn ihr wie ich kaum Geld habt und auch Single seid, dann habe ich einen super Tipp für euch. Geht doch mal zu den Anonymen. Die Räumlichkeiten sind immer gut geheizt, es gibt oft Kaffee und Kuchen umsonst. Da es mir nicht so gut ging, dachte ich mir, schau doch mal bei den anonymen Hypochondern rein und hör dir eine Weile Gejammer an. Das bringt bestimmt wieder gut drauf. Aber leider war hier Fehlanzeige. An der Türe, direkt unter dem Motto der Gruppe, wie kann ich denn ein Hypochonder sein, wenn ich dauernd krank bin, verkündete ein Aushang, dass wegen einer schweren Erkrankung sämtlicher Teilnehmer das Treffen auf unbestimmte Zeit ausfällt. Ein paar Tage später war ich so richtig geil und trabte sofort zu den anonymen Sexsüchtigen. Wozu teure Hotlines anrufen, wenn man alles live hören oder sehen kann? Zum Beispiel das Günni-Duo. Er ist 64 und lebt immer noch bei seiner Mutter Erna. Aber nur, weil die Alte nicht ausziehen will, erklärt er auf Nachfrage gerne. Günni ist gelernter Hartz-IV-Empfänger der dritten Generation und Hobby-Exhibitionist. Wenn er im Park seiner Neigung nachgeht, begleitet ihn Erna regelmäßig, um die Situation zu entschärfen. Während Günni blank zieht, beruhigt Mutter die Zuschauer wie folgt. Der tut nichts, der will nur an sich rumspielen. Das Duo war schon 9-mal in U-Haft und wurde dann zur Therapie geschickt. Der Jüngste in der Gruppe ist der 12-jährige Oliver, der aber nur wegen seiner übervorsichtigen Mutter dabei ist. Bevor er durchging, wollte Oliver ihr mit seinen Englischkenntnissen punkten. Aber als er ihr beim Vorbeilaufen statt I will take a shower, dummerweise I will shake my tower zurief, hat sie ihn sofort in die Gruppe gesteckt. Dann sitzt da noch der leichtgläubige Thomas. Irgendjemand hat ihm mal vor 2 Monaten erzählt, dass man durch heftiges Onanieren den Regenwald retten kann. Obwohl er jetzt einen chronischen Tennisarm hat und in ständiger Angst um sein Augenlicht lebt, hält er tapfer durch und hat nach seinen Berechnungen schon mehrere Hektar in den grünen Bereich gerubbelt. Aber am meisten hat mich die Geschichte von Inge bewegt. Die ist 38 Jahre alt, sieht super aus und hat in der Vergangenheit ausnahmslos jeden Mann, der sie zum Kaffee eingeladen hat, wortwörtlich das Hirn aus dem Schädel gevögelt. Sie ist schon seit einem Jahr bei den anonymen Sexsüchtigen, hat sehr gute Fortschritte gemacht und ist fast clean. Wir freundeten uns sofort an und ich heuchelte in den nächsten Tagen viel Verständnis für ihre Situation und lud sie dann zum Kaffee ein. Mein genialer Plan entwickelte sich aber doch zu einem Rohrkrepierer. Weil ich Inges Sucht und ihre Ausdauer völlig unterschätzt hatte, weiß ich jetzt ziemlich genau, wie sich ein Radiergummi fühlt. Nach einer Woche rette ich mich entsaftet und mit knallrotem Rüpel aus der Wohnung und ging zum Entspannen in eine der neu gegründeten Gruppen, zu den anonymen Gutaussehenden. Dort wurde ich aber nach nur wenigen Minuten wieder rauskomplimentiert, weil ich selbst für sie zu gut aussah und deshalb angeblich die Anonymität der Gruppe gefährdete. Leicht genervt und hungrig machte ich mich auf den Weg zu den anonymen Alkoholikern. Während ich mich mit Kaffee und Apfelkuchen eindeckte, schwankte ein alter Mann gerade in Schlangenlinien zum Mikro und erzählte seine Geschichte. Hallo, ich heiße Walter und bin Alkoholiker. Hallo Walter, schallte es im Chor. Ich habe jetzt schon seit 8 Monaten keinen Tropfen mehr getrunken, leider weiter. Das konnte ich mir sehr gut vorstellen. Um sich so abzufüllen, waren mehrere Liter nötig. Das ist in einem Tropfen nicht getan. Nachdem er dann nur noch 4 Monate, dann bekomme ich meine Jahresmedaille, gelallt hatte, torkelte unter dem tosenden Applaus seiner Leidensgenossen zum Ausgang
und verschwand, nicht ohne sich noch geräuschlos und diskret auf den Apfelkuchen zu übergeben, zurück zu den anonymen Lügnern. Dort lief gerade ein wildes Rededuell zwischen Uli, dem unverschämten Lügner, und Oskar, seinem ärgsten Konkurrenten im Kampf um den Münchhausen-Pokal. »Ich kann mich rasieren, ohne die Zigarre aus dem Mund zu nehmen«, prallt Uli gerade. »Na und?« brüllt Oskar zurück. »Da ist noch gar nichts. Ich kann mir im Dunkeln die Zehennägel schneiden, ohne meine Strümpfe auszuziehen.« Souverän wirft Uli jetzt seine Lieblingsgeschichte in die Waagschale. Wie ihm auf der Autobahn mitten im Berufsverkehr bei Tempo 160 ein Reifen geplatzt war und nur seine legendäre Geistesgegenwart und seine überragenden Reflexe eine Katastrophe verhindert hatten. Das beeindruckte Oskar aber nicht die Bohne. Er konterte sofort mit Tempo 200, vier geplatzten Reifen und plötzlich aufkommenden dichten Nebel. Dazu nach einer Baustelle rechts und auf der linken Seite wegen der fehlenden Fahrspur ein fetter Stau, auf dessen Ende er nun unkontrolliert zuraste. Wäre nicht ein riesiger, mit Marshmallows beladener Laster genau im richtigen Moment schleudern geraten, dann hätte dessen herausquellende Ladung, der seine Fahrt nicht entscheidend bremsen können, und es wäre zu einer es wäre zu einer Katastrophe biblischen Ausmaßes gekommen, gegen die Pompeji ein Tischfeuerwerk gewesen wäre. Frenetischer nicht enden wollender Applaus brandete auf. Kein Zweifel, Oskar war der neue Lügenbaron. Mitten in meiner ausgelassenen Stimmung erreichte mich eine SMS von Inge. »Wo bleibst du denn?«, schrieb sie. »Ich bin eingecremt und startklar. Beeil dich und vergiss den Kaffee nicht.« Leise weinend machte ich mich auf den Heimweg, nur um mich wieder und wieder benutzen zu lassen. Dankeschön.